Woche 2 bei meinem Trainingslager in St. Moritz ist geschafft. Und da stellt sich natürlich die Frage, habe ich mehr Umfang geschafft als in der ersten Woche, die ja schon an sich ganz ordentlich war? Und falls ja, habe ich die 200-Kilometer-Marke knacken können für diese ganze Woche? Das schauen wir uns an und natürlich im Detail wieder die ganzen Einheiten, wo ich euch zeige, was waren die lockeren Läufe, was waren die Belastungen etc. Also auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß! Ja, servus liebe Laufhelden, freut mich sehr, dass ihr wieder reinschaut. Woche Nummer 2 in meinem Trainingslager in St. Moritz ist, wie gesagt, erledigt. Nicht wundern, ich nehme jetzt schon von woanders auf, wird vielleicht nicht jedem im ersten Moment auffallen, aber ich bin tatsächlich schon in Sestriere, also ich bin weitergefahren von St. Moritz. Die Unterkunft hat es nur für eine begrenzte Zeit gegeben, für 2 Wochen. Und ja, natürlich berichte ich euch dann sozusagen die 3. Woche. Ich bin am Montag angereist. Ja, aus Italien, auch auf 2000 Meter Höhe, ist ein Erstversuch für mich und ich wollte einfach mal ein bisschen erkunden, wie es da ausschaut. Aber wie gesagt, diesmal geht es um Woche 2 in St. Moritz. Die letzte Woche war recht gut mit 180 Kilometer. Auf jeden Fall reinschauen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Hat mich selber ein bisschen überrascht. Und ja, die Frage ist, habe ich jetzt mehr geschafft? Habe ich die 200 Kilometer geknackt? Das werden wir uns anschauen. Wie gewohnt vorab einfach nur die kleine Bitte, Like da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ja neue, hoffentlich coole Lauftrainings da sind und sonstige Lauftipps. Eine Sache noch vielleicht, ich bin jetzt wahrscheinlich relativ dunkel zu sehen. Ich habe mir gedacht, der Hintergrund ist schöner, das ist nicht so wichtig, dass ich gut zu sehen bin. Die Trainings blende ich euch sowieso ein. Aber wie gesagt, wenn man so eine Umgebung hat, muss man das nutzen. Ich stehe da tatsächlich auf meinem Balkon, film das Ganze und nicht wundern, mir ist zwar allgemein relativ schnell kalt, aber ja, ich habe tatsächlich was Langes an. Um 7 Uhr am Abend. Einer der Gründe, warum ich in St. Moritz war und jetzt in Sestriere, ist einfach das Wetter im Vergleich zu Ostösterreich und ja, im sonstigen deutschsprachigen Raum, wo wir teilweise fast schon gegrillt werden bei 30 Grad, 35 Grad plus. Da hat es angenehme 20 Grad, eher sogar kühler. Heute hat es, glaube ich, sogar 15 Grad oder weniger gehabt. Also ja, von dem her habe ich was Langes an. Ich rede aber nicht mehr lang herum. Wir starten mit dem Montag los und schauen uns an, wie die 2. Woche so gelaufen ist. Also, ich schaue mal den Trainingsplan an ja, halte heute das Mikro die ganze Zeit zu mir hin, weil das doch ein bisschen besser ist vom Audio her dann. Wir starten, wie gesagt, aus einer 180 Kilometer Woche kommend wieder rein. Am Montag 50 Minuten auslaufen. Das Sonntag war ja ein recht langer Lauf, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von dem her, der Montag ist so ein bisschen der Tag zum Durchschnaufen. 50 Minuten, 11 Kilometer, das heißt ein knapper 4,30er Schnitt. Nichts Aufregendes. Und am Nachmittag hat es wieder so eine kleine Medizinball Einheit gegeben, ein paar Rasenroller, also da laufe ich immer so Rasendiagonalen ja, im Stadion, weil die ein ganz schönes Gras haben ja, und ein bisschen auslaufen dazu. Das heißt, das ist, wie gesagt, ein bisschen Erholungstag, wenig Umfang, ein bisschen so ein paar schnelle Schritte, ein bisschen Kraft, weil, wie gesagt, das ist eine der wichtigen Sachen, Kraft, Dehnen, Schnelligkeit und Co., so Sachen, die man nicht vergessen sollte, wo ich muss zugegeben auch immer daran erinnern muss, dass das ganz wichtig ist. Den Dienstag habe ich in der Woche genutzt, um ein bisschen so was Mittleres zu machen, was die erste Woche vielleicht noch eine Spur zu kurz gekommen ist. Und da ist so ein klassisches mittleres Training. Da gibt es die wunderschönen Seerunden in St. Moritz, für alle, die es nicht kennen. Also da gibt es den St. Moritzer See direkt im Ort. Da ist eine Runde knapp über 4 Kilometer lang. Und da habe ich 2x2 Seerunden gemacht. Das heißt jeweils, sagen wir mal, plus minus 8,5 Kilometer. 2x8,5 Kilometer kann man sagen. Da war die Vorgabe so 3,25, 3,30. Da habe ich die ersten in 29,41 gemacht und die zweiten in 29,27. Also das kommt, ist ziemlich genau in dem Bereich drinnen. Also die ersten ja, waren mehr 3,30 am Anfang, die zweiten waren dann eher 3,25. Und ja, die Vorgabe war zwischen 2 und 3 Millimol zu sein. Habe ich ganz gut getroffen. Also auch da haben wir wieder gecheckt, eben mit diesem Laktatmessgerät, ob das im richtigen Bereich ist. Wir wollen nicht zu hoch sein bei solchen Einheiten, dass wir quasi nicht schon im belastenden Bereich sind. Da war der, nach den ersten 2 Runden war ich bei 2,1 Millimol und nach den zweiten 2 Runden bei 2,5 Millimol. Also das ist sehr schön. Der Bereich, noch dieser aerobe Bereich, wo man sein will, plus minus bei einem mittleren Dauerlauf, das passt ganz gut. Und man darf nicht vergessen, die Höhe ist dann doch da, ein paar Höhenmeter sind auch mit dabei. Und ja, von dem her war das ein sehr schönes Training, klassischer mittlerer Dauerlauf.
Nachmittag dann wie gewohnt ein bisschen zum Ausschütteln, um ein paar Kilometer zusätzlich zu sammeln. 45 Minuten, 9,5 Kilometer, das ist ein 4,43er Schnitt, also da seht ihr wieder. Ich halte das, wie ich schon im ersten Video gesagt habe, wirklich so. Die ruhigen Einheiten, die wirklich ruhig sein sollen, die sind es auch so. Ich habe eben manchmal den Eindruck, dass gerade im Hobbybereich eben zu schnell gelaufen wird, also da immer nur der Hinweis. Ja, wenn es wirklich ruhig ist, ruhig machen, und wenn es bewusst auf einem soliden oder mittleren Tempo sein soll, dann auch das entsprechend einhalten. Mittwoch gab es dann die nächste Bahneinheit, das war sehr ähnlich wie in der ersten Woche, einfach ein bisschen adaptiert, ihr werdet es eh gleich sehen. Am Vormittag einfach noch 30 Minuten 6,2 Kilometer, dass ich nicht einschlafe, dass meine Beine ein bisschen in Schwung kommen, und wie gesagt, die interessante Einheit war dann der Nachmittag, und da hat es gegeben 6 mal 2000 plus 1000 Meter, also das ist, wenn ihr die letzte Woche gesehen habt, im Prinzip dieselbe Einheit, nur dass wir statt 5 Wiederholungen 6 Wiederholungen haben. Tempobereiche waren von der Vorgabe her gleich, das heißt 3-10er Bereich vom Tempo her für die 2 Kilometer und 3-40er Bereich war vorgesehen für den 1 Kilometer. Das heißt immer 2 Kilometer zügig, 1 Kilometer unter Anführungszeichen langsam, in meinem Fall 3,40 ist es auch nicht langsam. Aber ja, das war das Training, wie gesagt, eine Wiederholung mehr als in der Vorwoche, dass man einfach ja, ein bisschen was verändern muss. Es gibt ja immer die Optionen, macht man mehr Wiederholungen, macht man schneller, macht man die Pause kürzer. In dem Fall ist im Prinzip alles gleich geblieben, bis auf die Wiederholungsanzahl, die ist mehr geworden. Und da war es ganz interessant, da haben wir ganz am Ende, nachdem ich mit der Einheit fertig war, auch wieder Laktat abgenommen, also sozusagen nach dem 3,40er am Ende, beziehungsweise der war 3,32 dann, da war ich bei 1,4 Millimol, wenn es gestimmt hat, die Anzeige, also das wäre wirklich sehr gut, vor allem das zeigt mir auch, dass ich nach den 2 Kilometern, die im zügigen Tempo sind, bei dem 1 Kilometer, ja, wieder recht gut von der Belastung einfach runterkomme. Also das ist eine sehr schöne Einheit, wieder ein bisschen marathonspezifischer, wo man eben genau in diesen Bereich kommt. Manche waren dann ein bisschen unter 3,10, wo man sagt, okay, man ist in der Höhe, aber man tastet sich schon Richtung Marathontempo hin. Also das wieder eine sehr schöne Einheit, gemeinsam mit den deutschen Kollegen. Da macht es dann noch mehr Spaß. Und wer glaubt, am nächsten Tag kann man jetzt richtig durchschnaufen, ja, der hat sich verschätzt. Ich habe nämlich auch da mit den Deutschen mitgemacht, und da war jetzt, das war bewusst, weil wir gesagt haben, okay, der Laktatwert war sehr gut, 1,4 Millimol ist nicht so hoch, das heißt, es war eine Belastung, aber die war noch sehr kontrolliert. Da gab es dann am Donnerstag einen langen Dauerlauf, 30 Kilometer Dauerlauf, und den haben wir dann bewusst gesagt, ungefähr in 4 Minuten am Kilometer, das heißt, wirkt jetzt nicht so schlimm, aber ein langer Dauerlauf in 4.0, ich mache es zwar oft so, ich beginne ruhig und werde dann ein bisschen schneller, und dann ist die letzten paar Kilometer sind mal in 4 Minuten herum. Da haben wir wirklich von Beginn an ein schönes Tempo gehabt, und man darf es nicht unterschätzen, 30 Kilometer, knappe 150 Höhenmeter im 3,56 Schnitt im Endeffekt. Also das ist wirklich ein sehr schöner Longrun, und wie gesagt, man hat vom Vortag ein bisschen die Vorbelastung, macht dann 30 Kilometer, hat sich ganz gut angefühlt, also von dem her ist das eine schöne Marathon-Kombo auch gewesen mit einer Belastung plus einem langen Dauerlauf, jetzt nicht im absurd schnellen Tempo, aber 4 Minuten in der Höhe nach ein bisschen Vorbelastung ist schon ganz gut, und habe ich bewusst so gemacht. Hat gut geklappt. Am Nachmittag habe ich mich dort noch ins Bad gehaut. Man hat als Elite-Athlet das Privileg, dass man einmal pro Woche kostenlos ins Bad dort reinkommt oder reingehen kann. Ja, das habe ich genutzt, und einfach da der Hinweis, was vielleicht da das Wichtige ist. Schaut, dass ihr die regenerativen Maßnahmen, die ihr zur Verfügung habt, nutzt. Natürlich, es hat nicht jeder Zugang zu einem Bad, zu einem Physiotherapeuten oder Co., aber einfach, wenn ihr euch zu Hause ein Eisbad einlasst oder wenn ihr mal warm badet im Winter oder was auch immer, im Endeffekt, was sich für euch angenehm anfühlt, macht das, nutzt das, man vergisst gern drauf, auch wenn man so eine Massage kann, was auch immer zu Hause hat, nutzt die Sachen, die euch zur Verfügung stehen. Es ist immer schade, wenn man dann durch eine schlechte Regeneration das Training, was man ja absolviert, wo man viel Arbeit reinsteckt, wenn das dann nicht ja, voll zur Geltung kommt, weil einfach die Regeneration im Nachhinein nicht ganz gepasst hat. Weiter geht's mit dem Freitag, der war so halber zum Durchschnaufen, sage ich einmal. Am Vormittag gab es 66 Minuten, einfach ein ja, ruhiger Dauerlauf im Endeffekt, war mit einigen Höhenmeter, über 200 Höhenmeter und 4,49er Schnitt. Das heißt, ja, da nichts besonders Aufregendes, einfach nach mehreren Tagen, wo schon ein zügigeres Tempo dabei war, da wieder ein bisschen durchschnaufen. Am Nachmittag hat es dann auch nochmal einen relativ
ruhigen Lauf gegeben. Entschuldigung, das war kein relativ ruhiger Lauf, das habe ich jetzt falsch gesehen von der Gesamtdauer. Da hat es ein bisschen was für die Schnelligkeit wieder gegeben. Im Prinzip auch da dasselbe wie die Woche davor, nur eine Spur schneller. Das heißt, ihr kennt das vielleicht noch, die 2x10x100 Meter, also zwei Serien von 10 Wiederholungen 100 Meter. In der Vorwoche waren es ca. 15, 16 Sekunden pro 100 Meter, diesmal waren es 14 bis 15 Sekunden, also das war ein bisschen schneller. Wie habe ich es mit der Pause gemacht? Ich bin immer 100 Meter eben diese zügig gelaufen, dann 100 Meter getrabt, das sind so 40, 45 Sekunden Pause und dann, ja, also immer 100 Meter schnell, 100 Meter traben, 100 Meter schnell, bis man 10 Mal hat und das Ganze einfach eine zweite Serie und dazwischen als Serienpause unter Anführungszeichen bin ich 500 Meter getrabt. Also das ist diese klassische Einheit, die wir in der Vorwoche schon gehabt haben, wo es darum geht, dass man einfach ein bisschen Schnelligkeit, ein bisschen Spritzigkeit versucht zu konservieren, während diesen ganzen Umfang, den man einfach hat, wenn man da viele langsame Schritte macht für eine lange Zeitdauer. Und da geht es dann eben darum, dass man ja einmal ein paar Hunderter macht und die dafür ein bisschen schneller sind. Und am Samstag wurde es wieder lustig, da gab es nämlich wieder die Belastung, im Prinzip auch ident mit der Vorwoche bis auf die Wiederholungsanzahl, 8x 1000 Meter plus 1000 Meter, auch da wieder das Prinzip so, ein Tausender ist zügig, der andere Tausender ist sozusagen die mittelschnelle Trabpause und in meinem Fall war die Vorgabe 3,05 für den zügigen und 3,35 für den ruhigen Tausender. Das heißt immer 1000 zügig, 1000 mittel, 1000 zügig, 1000 mittel. Das Ganze 8 Mal, das heißt man hat insgesamt dann 16 Kilometer und ja, auch das hat ganz gut gepasst und auch da war es interessant. Diesmal haben wir Laktat wieder genommen, aber nicht nach dem langsamen, sondern nach dem letzten schnellen, dass es vielleicht ein bisschen repräsentativer ist für die tatsächliche Belastung und auch da war es sehr gut. Der letzte Tausender, also die 8. Wiederholung vom schnellen Tausender, der wäre in 3,03, in dem Fall dann, da war ich bei 1,7 Millimol, also das ist auch sehr gut, da bin ich noch unter der aeroben Schwelle gewesen, also im Hinblick vor allem auf einen Marathon, dann sind das schon sehr gute Werte, auch da wieder mit Trainingskollegen fällt das Ganze natürlich einfacher, aber ja, auch da wieder eine sehr schöne Einheit, klassisch eben für die Marathonvorbereitung, ja, wie in der Vorwoche und da eben der Unterschied, letzte Vorwoche war es 7 Wiederholungen bzw. 7 Serien, was, ja, Serien, wie man das auch nennen will, in dem Fall waren es halt 8, das heißt man hat da auch wieder ja, das Upgrade im Sinne der Wiederholungsanzahl. Und dann habe ich was gemacht, was ich so in der Form eigentlich noch nicht gehabt habe, was jetzt ein bisschen mehr in Umlauf kommt in letzter Zeit, vor allem durch einen, nicht nur den Jakob, Familie Ingebrigtsen, sage ich mal, insgesamt diese Double-Threshold-Belastungen oder diese Doppelbelastungstage. Das heißt, am Vormittag waren diese 1000-1000 und am Nachmittag hat es dann nochmal zügige 10 Kilometer gegeben. Was heißt das? In meinem Fall waren es in 3,09-Schnitt war das sowas. Schauen wir mal, was bin ich nicht in 10er gerannt, steht jetzt nicht da, es war ein... es war ungefähr 31,5 Minuten, das heißt ca. 3,09 am Kilometer. Also das heißt, man hat am Vormittag eine Belastung und am Nachmittag nochmal so einen mittleren bis zügigen Lauf drauf. Habe ich mal ausprobiert, hat überraschend gut funktioniert. Am Vormittag habe ich mir zuerst gedacht, okay, bin komplett im Eimer, dann habe ich einen 90-minütigen Powernap gemacht, wenn man es so nennen will. Und am Nachmittag die 10 Kilometer sind dann echt gut gegangen. Aber ja, war mal eine interessante Sache zu probieren und werde ich vielleicht in Zukunft eben öfter integrieren. Wie gesagt, es gibt immer mehr Athleten, die das ein bisschen einbauen in ihr Training und von dem her ja, wollte ich mich da auch gerne mal reinlassen und hat, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Und nach den ganzen mittleren bis schnellen Sachen, die es in den letzten Tagen gegeben hat, war es wieder Zeit für was Ruhiges, auch wenn es ein bisschen länger war von der Dauer her, aber 2 Stunden 10, 28 Kilometer, das heißt ein 4,39er Schnitt, da habe ich wieder einen Tag gehabt, wo ich eben den Umfang gut integrieren habe können, aber auch ganz locker unterwegs war, waren zwar auch 400 Höhenmeter, an die habe ich mich mittlerweile aber gewöhnt, also meine Beine sind schon ganz gut gewöhnt an die Höhenmeter nach 2 Wochen. Und ja, von dem her war das wieder eine schöne lange Einheit, ein guter Abschluss einer intensiven und umfangreichen Woche. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viele Kilometer sind am Ende des Tages beziehungsweise genauer gesagt am Ende der Woche zusammengekommen. Und da sehen wir, es war tatsächlich mehr als in der ersten Woche, aber ich bin an meiner ersten 200-Kilometer-Woche meines Lebens vorbeigeschrammt mit 198 Kilometern, also ganz knapp verpasst, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, das wird noch folgen, ist jetzt für mich auch kein Muss, also ich bin immer einer gewesen, der setzt auf Qualität statt Quantität, auch wenn es bei meinem ersten Marathon nicht ganz aufgegangen ist, aber das Training selber war gut, aber da 198 Kilometer ist schon sehr stabil, ihr habt es gesehen, es waren auch einige
Einheiten mit dabei mit sehr guter Qualität. Und von dem her ja, war es meine längste Woche bisher, auch wenn es nicht knapp nicht die 200 Kilometer geworden sind. Aber ja, war es eine sehr coole Sache mit den 2000, mit den 1000, mit diesem Doppelbelastungstag, mit den 10 Kilometern. Lange Dauerläufe waren auch mit dabei. Also ja, alles, was das Läufer- und Marathonherz begehrt. Ja, das war, wie gesagt, mit Woche 2 aus St. Moritz, auch wenn ich euch jetzt, wie gesagt, schon aus Italien, aus Sestriere begrüßen habe dürfen. Soll es irgendwelche Fragen geben, bitte einfach unten reinknallen, ansonsten gerne ein Like da lassen. Und ja, wie gesagt, Woche 3 folgt dann aus Italien. Da gibt es noch ein bisschen mehr Höhenmeter, aber habe ich heute auch gerade eine wunderschöne, also wunderschön war es nicht, das war richtig anstrengend, aber im Endeffekt war es eine gute Einheit, habe ich da absolviert. Wie gesagt, das Video kommt dann nächste Woche für euch. Ja, ich sage dabei Dankeschön, habt ein gutes Training, wir sehen uns in Kürze, bis dann.